So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ist da ein Fussel in der Kamera? So, wir wollten Betonblöcke zurechtschneiden. Und zwar packe ich jetzt mal einen da rein und die können wir gleich einzeln zu verwenden, aber das hier. Das ist was anderes? Ach ja, stimmt, das war ja so ein extra Dings. Okay, gut. Gut, dann können wir doch erstmal direkt alle reinpacken. Und wir brauchen 110, haben wir gesagt. Dann nehmen wir erstmal 100. Das sollte reichen. Denn ein paar sieht man eh nicht. Weil. Ach, nee, muss man hier bei Wiederverwerten reinmachen, ne? Ah, klappt trotzdem nicht. Come on. Danke. So. Denn, ne, da wo jetzt diese Cobblestone-Blöcke sind, da kommen ja eh Stahlblöcke hin. Das heißt, da sieht man den Boden eh nicht. So. Iron Bars können wir ja einfach im Inventar machen. Das ist ja einfach nur Stahldinger, ne? Genau. Okay. Dann. Ah, ne, halt. Hier. Natürlich dunkel. Jedes Mal, wenn ich Pause mache, ist es danach dunkel. Verstehe ich nicht. Da. Achso, Fortnite. Nein, nee, aber Fortnite gibt es ja nur, wenn ich allein im Bett bin. Glaube. Weiß ich gar nicht. War das auch, wenn andere noch da sind? Weiß ich gar nicht. Warte mal kurz. Ich öffne mal noch eine My-Test-Session. Wo ist meine temporäre Umgebung? Temp. Ich bin verwirrt. Da. Mein Test. So. Dann gehe ich mal jetzt noch mal on. Create a Server. Als Walker 1, 2, 3. Ernsthaft? Das ist ja echt erstmal echt die ganzen Mieten runterladen ist ja. Das dauert ja schon wieder ewig. Lalilu, lalila. Das alles nur um das Bett zu testen. Bin ich gerade dumm? Was mache ich schon wieder? Ich komme von Hundertstel ins Tausendste. Oh, ah, jetzt geht's schneller. Ja. Jetzt geht's ab mit Speed. Ach, weil er jetzt direkt von meinem MyTest lädt. Von meinem Laptop lädt. So. Jetzt bin ich als Wolke 1, 2, 3 drinne. Achso, jetzt mal wieder hier umstellt auf MyTest. Also gucken wir noch mal. Wenn ich jetzt schlafen gehe. Ja, genau, siehst du? Jetzt ist nämlich nicht mehr dieses Force-Dings da. Obwohl ich ja eigentlich die Zeit manuell setzen könnte. Also wäre es eigentlich ganz geil, wenn jetzt hier noch ein Button wäre, die Zeit manuell einfach hoch lang zu skippen. Warum kann ich das nicht? Warum ist dieser Button nicht da? Alles dumm. So, raus mit dir. Oh. Er merkt nicht mal, dass einer gerade gegangen ist. Ich muss also erstmal wieder rausgehen, um wieder reinzugehen. Ist das dumm? Gut. Wir haben geschlafen. Dann. Ab zu unserer Baustelle. Ganz schön viele Maulwürfe unterwegs. Holy shit. So.
folgendes. Jetzt brauchen wir die erstmal da. Und dann. Ich hätte das Replacement-Tool mitnehmen sollen, ne? Ja. Das wird eine Katastrophe. Oh Gott. Replacement-Tool, ich komme. Wie gesagt, da unten, da kommt ja die Straße lang. Die geht dann hier hinten irgendwie lang. Bei diesen Dingern. Das heißt, ich könnte dann von hier noch so einen Weg dahin bauen. Und dann könnte ich quasi parallel zu dem Weg so eine Freileitung bauen. Und dann quasi hier die Straße entlang zum Haus die Freileitung lang ziehen. Also, dass sie quasi eine Ecke hat und dann da lang geht. Und dann wird unser Haus halt mit einer. Also nicht Freileitung, aber halt Oberleitung. Also. Ihr wisst schon. Replacement Tool, danke schön. Freunde, noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich nehme noch einen Schraubendreher mit, sicher. Ja, sollte reichen. Okay. So, mit dem Replacement Tool. Kopiere ich einfach mal dich. Und dann ja. Oh. Gut, das hier geht sowieso nicht. Hier brauche ich denn die andere Richtung. Ich setze erstmal eine hin. Ach, blödes Crafting. So, und jetzt das Ding rotieren. Hilfe. So. God damn it. Ah, geht doch. Kompliziert. Ach, halt, nee, halt. Eigentlich könnte ich hier auch überall die Dinger einsetzen. Dann ist es einheitlich. So. Okay, okay. Digga, unser Haus, unser Ding ist einfach so ein Kartenhaus, ne? Ein falscher Schritt und Ding fällt komplett in sich zusammen. Let's go. So. Damit ist das Fundament schon mal gelegt. Jetzt werden die Dinger hier ausgetauscht mittels Stahlblöcke. So. Perfekt. Hier kommt der Torbogen hin. Ungefähr so. Jetzt muss ich mal gucken, wie hoch das Haus werden kann. So, da sehe ich das Dach.
Das heißt, ich kann noch zwei Blöcke hochbauen. So. Das geht eigentlich schon. Wenn wir hier auf die Höhe Transformatoren setzen. Wir könnten vielleicht sogar zwei Reihen realisieren, merke ich gerade. Es könnte sogar hoch genug dafür sein. Wobei wir brauchen auch noch ein bisschen Platz, um die Kabel lang zu legen. Schwebt da hinten für ein Scheißding. Ekelerregend. Das Ding wird weggebombt. Da kenne ich gar nichts. Da mache ich einen auf Putin. So. Transformatoren. Eine Reihe Platz für HV. Für LV Transformatoren. Vorne dann auch noch ein bisschen Platz für Kabellage. Für die Kabellage. Ja, ich glaube, ich bleibe bei einer Reihe. Zwei Reihen brauchen wir einfach nicht. Das macht technisch gesehen einfach keinen Sinn. Red Pink Bunny? What the fuck? Was ist los mit euch? Fast so wie dieser rosa-rote Panther. Grundrahmen steht schon mal. Dann brauchen der Schmetterling hier in der Mitte. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ich habe kein Dirt dabei. Das ist natürlich traurig. Ein bisschen Sand. So. Gerne hier noch so ein paar Querstreben langziehen. Hier so oder hier und hier. Ah, ich glaube, das sieht besser aus. Was? Gut. Vielleicht brauchen wir doch ein paar mehr Eisenblöcke, als ich dachte. Die Stamina ist zu low. Wow. Eigentlich war da die Erde. So, sollten wir uns sogar noch überlegen, ob wir hier in der Mitte nochmal sowas machen, aber das ist eigentlich schon fast too much. Ja, nee. Das ist too much.
So, jetzt müssen wir mal überlegen. Also zuallererst würde ich sagen, machen wir hier oben mal ein vernünftiges Dach. Ach du Scheiße. Oh fuck. Mir fällt gerade ein. Wenn wir das Kabel oberirdisch langlegen wollen, wir können das Kabel gar nicht so lang spannen, dass wir diagonal geht ja nicht. Jetzt geht er nur so lang oder so lang. Oder wir müssen so einen hässlichen Knick in der Luft machen. Das habe ich jetzt tatsächlich total vergessen. Ich meine, wir könnten hier einen Mast hinstellen, dass das Kabel quasi erstmal von da an zum Mast geht und dann vom Masten hier hin. Können wir bei den Masten auch gleich mal so klein, ne, dieses die komische Switching-Ding hier hinklatschen. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass wir die Dinger oberirdisch miteinander verbinden wollen. Oder ich mache es hier auf der Seite, dass ich hier so kleine Masten hinstelle, das Kabel von da nach hier geht und von hier nach da weiter. Wobei hier wäre es zu sehr in Griffhöhe für Menschen. Ist ja immer ein Hochspannungskabel. Sollte man also schon eher hier machen, wo der Mast ein bisschen höher sein muss. Ja, ich glaube, ich mache es hier. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Das hier gut. Na gut, dann müssen wir halt einen kleinen Umweg bauen. So, jetzt erstmal brauchen wir Gitter. Und zwar ein paar. Gibt es denn hier keinen Sechser für Dotter? Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich mach mal an so ein paar. So, 50 sollte erstmal reichen. Das sieht gut aus. Oh, come on. Ein für eins. So. Hier kommt jetzt auch Gitter rein.
Oh, Schäfchen. Nice. So, weißt du was? Habe gerade überlegt, ob ich den, ne, wenn ich jetzt hier einen Sandblock hinsetzen würde, wäre dieses Butterfly-Ding hier weg. Aber ich glaube, ich lasse es einfach. Geht mir zwar jetzt gerade ein bisschen auf den Sack, aber sobald das Gebäude einmal fertig ist. Hey, wow, hat genau gereicht. Und hier unten fehlt was. Momentchen mal, warum sind die hier so schräg angeordnet? So, dann nehme ich mal das Placement-Tool. Kopieren, einfügen. Da. Easy. Oh, da unten auch. So. Dann ist das Grundgerüst schon mal fertig. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Ich weiß gar nicht, wie mache ich das denn, dass sie nicht so aussehen, als wenn sie fliegen würden. So, 1, 2, 3. So, das sind schon mal die Transformatoren. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie war denn das? Ach, dann hatte ich noch mal eine Stahlblockreihe gemacht. Dann war das so. Okay, doch, stimmt, das Gebäude ist doch wesentlich breiter. Ja, gut. Das. So. Wir müssen uns was einfallen lassen. So, auf jeden Fall unten kommt. Ne, Batterien hier. Genau, unten kommt rein, oben geht raus. Ne, andersrum. Oben geht rein, unten kommt raus. Das heißt, genau. HV, LV. Okay. Das ist alles, was ich wissen wollte. Dankeschön. So, damit ich sie mir das gleich mal merke. Also unten 11 V. Und oben kommt den HV. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben doch hier diese komischen Dinger. Kann ich die nicht hier einfach ranklatschen und dann ein bisschen drehen? Wo ist mein Schraubstock? Nee, die kann man nicht drehen. Ach! Scheißen Dreck.
kann man denn was aus den Eisenblöcken machen? Es ist nicht gut. Oh, was ist das denn? Extendable Ladder, what the fuck? Also, sie gaben eine Menge Sachen hinzu, wie ich merke. Empty Heavy Iron Bottle. Ja, man merkt, ich war schon lange nicht mehr drauf. Und seit den ganzen Updates schon lange, schon jetzt richtig mehr. Gut. Ander. Nee, kann man auch nicht. Ich meine, ich könnte jetzt ganz einfach recht so hier machen. Ja, also es aussieht wie, als wenn das hier quasi ein sich selbst tragendes Konstrukt ist, sozusagen. Aber ich wollte halt hier was Schmaleres reinmachen, was nicht so heftig aussieht. Wäre das halt perfekt gewesen, wenn man es hätte drehen können. Aber geht leider nicht. Gibt es noch andere Posts? Ich meine, was wir natürlich machen können, wären so eine Slabs. Das könnte, ja doch, das könnte was werden. Warte mal kurz, brauche ich nochmal eine Säge. Falsche Richtung kann sein, ja. Da geht's nicht zum Haus. Au. Schon wieder spritleer. Gut, wenn wir sagen, perfekter Moment für eine Folgenpause. Bis dann.